Klassenbildung, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zurück zum Klassenbildungspodcast. Genau, einige von euch kennen mich bereits. Ich bin Sarah und ich bin Teil des revolutionären Medienkollektivs Klassenbildung. Wir haben uns als Kollektiv entschieden, die aktuellen Ereignisse in Israel und in Palästina zum Anlass zu nehmen, um eine grundsätzliche Folge zu dem Thema zu machen. Die Situation vor Ort ist allerdings so dynamisch, dass wir den Schwerpunkt in dieser Folge nicht auf eine Analyse der Tagespolitik legen wollen. Auf das Thema gehen wir also eher nur am Anfang ein. Die Analyse des Konflikts an sich ist relativ komplex und wir sind uns auch bewusst, dass wir es in der Folge vielleicht nicht schaffen werden oder sicherlich nicht schaffen werden, diese Frage erschöpfend zu behandeln. Daher haben wir uns entschieden, uns auf einige zentrale Fragen zu fokussieren, die unserem Verständnis nach unverzichtbar sind, um die Situation zu verstehen. Wir wollen dabei ein bisschen die historische Entwicklung betrachten und wir wollen auch die Entstehung der Frage erläutern, um auch diejenigen mitzunehmen, die sich vielleicht noch gar nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann werden wir uns mit dem Staat Israel an sich auseinandersetzen. Also wie stehen wir dazu? Wie schätzen wir die Lage der Bevölkerung ein? Wie schätzen wir zum Beispiel auch die Regierung in Israel ein? Und wie ist das Verhältnis zu Palästina? Letztlich werden wir das dann alles nutzen, um uns mit der unserer Meinung nach brennendsten Frage auseinanderzusetzen, wie sollen wir uns denn eigentlich positionieren? Also wie stehen wir zur Frage der nationalen Befreiung, aber auch zum Beispiel zu den darin aktiven Kräften? Wie stehen wir zum Beispiel zu Hamas? Welche Besonderheiten gibt es in Deutschland, zum Beispiel auch bezogen auf die Israel-Palästina-Frage? Und wie muss unser Handeln aussehen? Also was folgt daraus für uns? Genau, ich würde dann direkt anfangen mit der aktuellen Lage. Einige von euch haben sich sicher in den letzten Tagen schon informiert, aber wir wissen auch, dass es schwer ist, up-to-date zu bleiben und deshalb wollen wir erstmal nochmal einen Umriss geben, weil es, glaube ich, schon wichtig ist, gerade da auch informiert zu sein. Es ist so, dass wir jetzt am 12. Oktober aufnehmen und da bestimmte Informationen bereits veraltet sein werden, wenn der Podcast erscheint. Deshalb versuche ich, meinen Fokus darauf zu legen, eher die Grundzüge der aktuellen Lage relativ prägnant darzulegen und dann vor allen Dingen grundsätzlich das einzuordnen. In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober haben verschiedene Organisationen aus der palästinensischen Widerstandsbewegung eine gezielte Kommandooperation gestartet. Teil der Aktion waren dabei sowohl der Beschuss israelischen Staatsgebiets mit Raketen, der Durchbruch des Grenzzauns nach Israel durch die palästinensischen Paramilitärs, also die Al-Qassim-Brigade, die auch der militärische Arm der Hamas ist, aber auch eben hunderte Kämpfer, die nach Israel eingedrungen sind, um dort letztlich Dörfer und militärische Ziele nähe des Gazastreifens anzugreifen. Im Zuge davon wurden mehrere israelische Soldaten erschossen oder entführt und die Zahl der Geiselnahmen ist dabei überdurchschnittlich hoch und das, würde ich sagen, kann an mehreren Faktoren liegen. Also zum einen wollte man sicherlich im Zuge eines Gefangenenaustauschs später palästinensische politische Gefangene freitauschen. Auf der anderen Seite kann man die Geiselmaßnahmen, glaube ich, auch als eine Art Schutzmaßnahme bewerten. Also das kann schon gut sein, dass die palästinensische Widerstandsbewegung das eben auch gemacht hat, ja, um gewisse militärische Aktionen des israelischen Staates zu verhindern oder zu erschweren, auch wenn man gerade sieht, dass das für den israelischen Staat nicht so viel Bedeutung hat. Zum Zeitpunkt, zu dem ich aufnehme, wird von israelischer Seite etwa von 1200 Opfern gesprochen. Darunter sind sowohl Zivilistinnen als auch Soldatinnen. Und die zahlreichen zivilen Opfer wollen wir dabei hier jetzt nicht beschönigen. Sie sind letztlich das Ergebnis eines falschen bürgerlichen palästinensischen Nationalismus und eines islamischen Fundamentalismus, der sich unter anderem bei den führenden Kräften der palästinensischen Widerstandsbewegungen, wie zum Beispiel der Hamas, zeigt. Die Operation wird nicht nur von der Hamas getragen, sondern auch von verschiedenen palästinensischen Widerstandsorganisationen, darunter der Islamische Dschihad, aber eben auch zum Beispiel die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die PFLP. Die Führung der Aktion liegt allerdings ganz klar in den Händen der islamisch-fundamentalistischen Hamas und die regiert auch zurzeit den Gazastreifen, also bereits vor der Aktion. Darüber hinaus ist klar, dass der Iran auch an den Vorbereitungen der Offensive beteiligt gewesen sein soll. Die Hamas hat sich dazu mittlerweile auch öffentlich bekannt und auch von westlicher Seite kommen immer mehr Analysen dazu. Der Iran hat ja auch schon letztlich in den Jahren zuvor die Hamas unterstützt. Für den Iran, das muss man an dieser Stelle sicherlich sagen, geht es dabei jetzt nicht um die nationale Befreiung der Palästinenserinnen, sondern es geht vor allen Dingen darum, die eigene Einflusssphäre zu erweitern und von der eigenen innerpolitischen Krise abzulenken, die wir jetzt schon seit einiger Zeit im Iran erleben. Die Kämpfe nehmen dabei zurzeit ein Ausmaß an, das wir so seit Jahrzehnten nicht gesehen haben.
Es ist also schwierig, eine Einschätzung darüber zu treffen, inwieweit sich die weiter ausdehnen werden. Also zum Beispiel, in welcher Form es Massenaufstände auch in Palästina geben wird, also eine neue Intifada. Klar ist allerdings, dass die israelische Regierung mit äußerster Brutalität sich rächen wird und das auch gerade schon macht. Seit dem 7. Oktober, also dem ersten Angriffstag, wird der Gazastreifen ununterbrochen von Israel bombardiert und mittlerweile sind über 1000 Palästinenserinnen dabei getötet worden. Ergebnis sind zum jetzigen Stand knapp 200.000 Palästinenserinnen, also etwa ein Zehntel der Bevölkerung im Gazastreifen, obdachlos geworden. Die Zahlen können sich allerdings sehr schnell verändern und es sind mit Sicherheit momentan weit mehr Palästinenserinnen schon obdachlos. Unterdessen sind auch die Notunterkünfte im Gazastreifen laut Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Geflüchtete im Nahen Osten bereits zu 90% belegt. Und der israelische Staat hat dem Gazastreifen den Strom abgestellt und meines Wissens nach auch das Wasser. Darüber hinaus sind bewaffnete Siedlerinnen im Westjordanland aktiv geworden. Die haben gemeinsam mit israelischen Soldatinnen palästinensische Wohngebiete angegriffen und dabei mehrere Palästinenserinnen getötet. In 50 Orten, soweit wir wissen, formierte sich daraufhin ein bewaffneter palästinensischer Widerstand. Für Israel selber kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen. Also in Israel in Bezug auf die Regierungspolitik hat die Opposition eigentlich erklärt, dass sie während oder für die Dauer des Krieges faktisch ihre Oppositionsarbeit einstellt. Die rechte Netanyahu-Regierung in Israel, die sich bereits seit längerer Zeit in einer Krise befindet, ja, kann daraus gewissermaßen mitten in einer Krise einen politischen Gewinn ziehen. Die Netanyahu-Regierung hat der Opposition sogar vorgeschlagen oder fordert von der, eine Regierung der nationalen Einheit zu formen. Diese ist mittlerweile sogar gebildet worden. Die bürgerlichen Medien im Westen, also auch vor allen Dingen das, was man in Deutschland liest, gehen jetzt in die Richtung, dass der 7. Oktober sozusagen der 11. September von Israel ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was steht denn eigentlich hinter dieser Aussage? Aus historischer Sicht waren die Anschläge vom 11. September 2001 vor allen Dingen ein Ereignis, dem ein ganzer 20-jähriger Krieg der NATO gerechtfertigt worden ist. Und zwar in Afghanistan. Und wir wissen auch heute, was das der afghanischen Bevölkerung gebracht hat. Zumindest momentan sieht alles ganz stark danach aus, dass Israel tatsächlich einen großen und einen langwierigen Krieg gegen die Palästinenserinnen, insbesondere im Gazastreifen, vorbereitet. Das dabei angegebene Ziel, die Hamas von der Macht zu verdrängen, ja, ob man das schafft, das ist ungewiss, beziehungsweise was ungewiss ist, ist, was danach kommt. Also wenn es der israelische Staat tatsächlich schafft, die Hamas von der Macht zu verdrängen, was kommt dann eigentlich? Was nicht ungewiss ist, ist allerdings, dass alle realistischen Pläne, um dieses Ziel zu erreichen, also die Hamas zu verdrängen und auch die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen zu verdrängen, ja, alle Pläne, die das verfolgen, müssen einen extrem hohen Blutzoll auf sich nehmen, und zwar von palästinensischer Seite. Die Eroberung von Gaza ist sicherlich eine Sache, die mehrere Monate lange blutige Kämpfe erfordern würde. Obwohl also ja alles dafür spricht, dass wir tatsächlich sehr dynamische Tage erleben, an denen in Palästina, in Israel und in der ganzen Region extrem viel passiert, ist es meiner Meinung nach oder auch unserer Meinung als Kollektiv nach ja nicht so richtig, sich einfach einzelne Merkmale herauszugreifen, zum Beispiel die Zahl der zivilen Opfer auf einer der beiden Seiten oder die Methode, wie der Krieg geführt wird an sich, sondern wir müssen eine revolutionäre Position und eine revolutionäre Sicht auf die Situation entwickeln. Und dafür ist es notwendig, ja, sich den Gesamtkontext der Palästina-Frage anzuschauen und nicht nur dieses eine singulierte Ereignis. Das ist quasi die Aufgabe, der ich versuche, mich heute zu widmen, also einen gewissen Gesamtkontext auch zu liefern und eine Einschätzung, wie man auf Grundlage dessen mit der aktuellen Situation umgehen kann, beziehungsweise welche Position man beziehen sollte. Wie ist die heutige Situation entstanden? Das ist vielleicht so die große grundlegende Frage. Zur Geschichte der Israel-Palästina-Frage kann ich ja auch wieder nur ein paar Eckpunkte liefern. Eine richtige historische Aufarbeitung würde jetzt, glaube ich, den Rahmen vollkommen sprengen. Aber ich versuche das ja trotzdem mal. Ein wichtiger Punkt in diesem jahrzehntealten Konflikt ist die Frage, wer im historischen Palästina leben darf und zu welchen Bedingungen. Israel hat sich als Staat mit dem Anspruch eines jüdischen Nationalstaats, nämlich rund vor 75 Jahren im Mai 1948. Vorher war das Gebiet, das heute Israel und Palästina ausmacht, eine britische Kolonie. Ja, Jüdinnen haben zwar historisch gesehen seit Tausenden von Jahren immer wieder in Palästina gelebt. Ein Großteil dieses Volkes hat sich aber zur Zeit des Römischen Reiches auch über große Teile von Europa zerstreut. Aufschlaggebend dafür, dass diese Zerstreuung stattgefunden hat, war, dass die Jüdinnen zum Beispiel einen relativ starken Widerstand gegen die Integration ins Römische Reich geleistet haben und man diesen Widerstand blutig gebrochen hat. Genauso haben sich eben Teile der Jüdinnen dann über ganz Europa verteilt.
Ja, so wurden also die Juden ein Teil der Gesellschaft in ganz vielen europäischen Ländern. Die haben dabei immer wieder besondere Unterdrückung und besondere Diskriminierung erlebt. Sie haben allerdings keine eigene Nation gebildet und sie leben nicht gemeinsam auf einem geschlossenen Territorium. In der Blütezeit des Kapitalismus, ja, also als in vielen europäischen Ländern sich die bürgerlich-demokratischen Bewegungen durchgesetzt haben, mit dem Ziel, quasi einheitliche Nationalstaaten zu gründen, ja, anstelle quasi von Gebilden aus unzähligen feudalen Fürstentümern, hat auch eine relativ bedeutungslose Strömung, also damals noch relativ bedeutungslos, an Aufschwung gewonnen, nämlich der Zionismus. Beim Zionismus handelt es sich um eine politische Bewegung, die die Schaffung eines eigenen jüdischen Nationalstaats zum Ziel hat, und zwar in den allermeisten Ausprägungen in Palästina, also dem antiken Siedlungsgebiet der Jüdinnen. Wichtig hierbei ist, dass die Bewegung niemals identisch war mit den Jüdinnen als Ganzes, sondern zur Zeit ihrer Entstehung eher eine Minderheit sogar dargestellt hat unter den Jüdinnen und diese für sich gewonnen hat. Dass Zionismus und Judentum nicht identisch sind, das ist auch heute so. Also bestimmte Teile des orthodoxen Judentums sehen die Schaffung eines jüdischen Staats sogar als Verstoß gegen religiöse Vorschriften des Judentums, also weil sie ihre Heilige Schrift so interpretieren, dass zum Beispiel nur Gott den Jüdinnen das Land zurückgeben kann. Andere Juden kritisieren ganz offensiv die rassistische Politik des israelischen Staates und sind zum Beispiel deshalb dagegen. Ja, warum führen wir das an? Weil ich denke, dass es halt wichtig ist, sich klarzumachen, man kann Zionismus und Judentum nicht als ein Ganzes betrachten, sondern erstmal sind es zwei verschiedene Dinge. Im nächsten Teil würde ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie der Zionismus als Bewegung an Aufschwung gewonnen hat. Also ab Beginn des 20. Jahrhunderts hat die zionistische Bewegung verstärkt Land in Palästina gekauft und dort hat sie dann die Ansiedlung von JüdInnen auf diesem Gebiet gefördert. Dazu hat man dann eben auch jüdische Arbeiterinnen aus anderen Ländern gezielt angeworben. Schon damals sind diese Siedlerinnen relativ gezielt von zionistischen Organisationen gegen arabische Kleinbäuerinnen aufgehetzt worden und haben dann mit ihnen um das vorhandene Ackerland konkurriert. Ja, ein Großteil der zionistischen Bewegung hatte von Anfang an eine relativ chauvinistische Einstellung gegenüber den damals in Palästina hauptsächlich lebenden Araberinnen. Und so ist es schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder zu Konflikten mit anderen Volksgruppen auf diesem Gebiet gekommen. Vor allen Dingen aber eben mit den vorherrschenden palästinensischen Arabern, die vorher dort gewohnt haben. Richtig Aufwind hat die zionistische Bewegung dann vor allen Dingen erhalten durch die bestialischen Verbrechen des deutschen Faschismus gegen die Jüdinnen, den Holocaust. Die industrielle Vernichtung von etwa 6 Millionen Jüdinnen wurde von vielen jüdischen Menschen als endgültiger Beweis dafür gesehen, dass sie niemals ein geachteter und niemals ein gleichberechtigter Teil der europäischen Nationen sein würden. Natürlich war dann für viele die Flucht nach Palästina auch einfach eine Überlebensfrage, weil immer größere Teile Europas unter deutscher Herrschaft gestanden haben. Genau, und dann sind eben einige jüdische Menschen in die USA ausgewandert, wo es auch heute noch relativ große jüdische Bevölkerungsanteile gibt. Aber ein großer Teil der jüdischen Menschen, der das noch geschafft hat, ist eben auch nach Palästina ausgewandert. Man sieht jetzt hier eigentlich auf den ersten Blick paradox erscheinende Parallelen zwischen antisemitischen Pseudotheorien und dem Zionismus. Beide treffen sich nämlich an dem Punkt, an dem sie behaupten, dass jüdische Menschen nur unter sich einen eigenen Staat leben können, man sie in andere Gesellschaften nicht richtig integrieren könnte. Und tatsächlich kam es in den allerersten Jahren des Nazi-Regimes sogar zu Kooperationen zwischen zionistischen Organisationen und den Nazis, um die Auswanderung von Jüdinnen nach Palästina zu fördern. In Palästina selber kam es dann immer häufiger zu Unruhen. Einerseits zum Beispiel gab es Kämpfe zwischen jüdischen Menschen und arabischen Menschen. Vor allen Dingen aber gab es auch Aufstände gegen die britische Kolonialmacht, die damals noch ganz Palästina kontrolliert hat. Ab einem gewissen Punkt gingen diese Kämpfe gegen die britische Kolonialmacht sowohl von Teilen der zionistischen Bewegung als auch von PalästinenserInnen aus, da beide auf ein Ende der Kolonialisierung durch das Vereinigte Königreich gedrängt haben. Die britische Kolonialmacht hatte dabei seit etwa 1920 das jüdische Projekt in Palästina verstärkt und sie hat auch die Ansiedlung jüdischer SiedlerInnen gefördert. Gleichzeitig hat sie aber auch ab den 1930ern versucht, vermehrt den Zustrom zu regulieren und zu bremsen, vermutlich weil sie gefürchtet hat, dass die Situation sonst außer Kontrolle gerät und sie keine Kontrolle mehr letztlich über dieses Gebiet haben. Am Ende hat sich dann auch die zionistische Bewegung gegen ihre frühen Förderer gestellt, hat den Anspruch erhoben, gegen diese den jüdischen Staat quasi durchzusetzen. Damit kommen wir jetzt so langsam zur Staatsgründung Israels.
Unter dem Eindruck des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs verabschiedete die UN-Vollversammlung dann im November 1947 einen Teilungsplan für Palästina. Der hat die Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staats vorgesehen. Hierzu muss man aber sagen, dass viele der Araber in Palästina und auch viele der umliegenden arabisch geprägten bürgerlichen Staaten das abgelehnt haben. Ab dem Zeitpunkt ist es dann immer wieder zu verschiedenen Kämpfen gekommen zwischen arabischen Milizen und zionistischen Militärorganisationen, bei denen dann Zionisten bereits ihren Einfluss im Land und die von ihnen kontrollierten Gebiete deutlich ausweiten konnten. Der Bürgerkrieg in Palästina hat da also quasi begonnen. Dieser Konflikt ist dann in der Staatsgründung Israels gegipfelt am 14. Mai 1948. Und dieses Ereignis löste einerseits einen Krieg zwischen Israel und einer Allianz umliegender arabischer Staaten aus, bei denen man allerdings die arabischen Staaten sehr schnell geschlagen hat. Gleichzeitig hat die ethnische Säuberung von Palästina an Fahrt aufgenommen. Das heißt, dass zionistische Einheiten Palästinenserinnen systematisch aus ihrer Heimat vertrieben haben. Dabei sind insgesamt mindestens 800.000 Palästinenserinnen geflohen. Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Prozess systematisch vorbereitet und durchgeführt wurde, in erster Linie von der Haganah, einer zionistischen Vorgängerorganisation der IDF. Und dass die Vertreibung der PalästinenserInnen nicht begonnen hat quasi mit dem Krieg gegen die arabischen Nachbarländer, sondern dadurch nur intensiviert worden ist. Damit kommen wir dann zu einem nur kurzen Zeit später liegenden Zeitpunkt, nämlich dem 15. Mai 1948. Der ist in der arabischen Welt auch als Tag der Nakba bekannt, das heißt auf Deutsch Katastrophe. Und auch in Deutschland sehen wir immer wieder, wie am 15. Mai letztlich an diesem Tag PalästinenserInnen auf die Straße gehen. Seit diesem Zeitpunkt ist ein bedeutender Teil der Palästinenserinnen auf der Flucht, weswegen es auch bis heute sowohl in den palästinensischen Gebieten als auch in den Nachbarländern wie Jordanien, Syrien und dem Libanon zahlreiche palästinensische Geflüchtetenlager gibt, in denen die Menschen sogar teilweise schon seit Generationen leben. Israel blendet dabei diesen blutigen Teil seiner Geschichte ja relativ aus, beziehungsweise so weit, wie es ihm nur möglich ist. Ja, und der Begriff des Wortes Nakba ist in den arabischen Schulbüchern zum Beispiel verboten. Und seit 2011 werden alle Institutionen, die der Vertreibung gedenken wollen, systematisch dafür bestraft. Ja, zum Beispiel wird ihnen dann die staatliche Förderung entzogen. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter zu 1948, wo wir gerade schon waren, bis ungefähr ins Jahr 1967. Nachdem Israel siegreich aus diesem Krieg hervorgegangen ist, wurde ein Zustand hergestellt, der bereits weit weg war von den Vorgaben des UN-Teilungsplans, mit dem wir uns ja vor ein paar Minuten erst auseinandergesetzt haben. Israel hat deutlich größere Teile des Landes kontrolliert, als das von der UN für den Staat vorgesehen war. Und das heutige Westjordanland wurde von Jordanien besetzt. Ägypten besetzte das, was wir heute als Gazastreifen verstehen oder was wir unter diesem Begriff kennen. Ein palästinensischer Staat ist also nicht entstanden und auch bis heute ist das eigentlich die Situation. Darauf gehen wir später nochmal ein bisschen mehr ein. Obwohl sich in diesen arabisch besetzten Teilen Palästinas zunehmend eine palästinensische nationale Befreiungsbewegung formiert hat, in der Form zum Beispiel von palästinensischen Befreiungsorganisationen wie der PLO, der Fatah und den Vorläufern der späteren sozialistisch orientierten PFLP und DFLP, konnte Israel auch diese Gebiete einige Jahre später, 1967, im sogenannten Sechstagekrieg erobern. Jetzt kommen wir dann quasi zur Periode ab 1967 bis heute und dann schließen wir auch diesen historischen Teil ab. Das palästinensische Gebiet, das steht bis heute letztlich unter Kontrolle des israelischen Militärs. Und ab diesem Zeitpunkt hat auch der gezielte Aufbau von zionistischen Siedlungen mitten im palästinensischen Westjordanland begonnen. Das setzt sich bis heute fort, also der Siedlungsaufbau. Nach zahlreichen blutigen Kämpfen und der ersten Intifada ist es in den 80ern schließlich zu einem von der USA vermittelten Kompromiss gekommen. Durch den hat die PLO in Form der palästinensischen Autonomiebehörde begrenzte staatliche Kompetenzen bekommen in den palästinensischen Gebieten, also dort darf sie begrenzt quasi staatlich agieren. Also sie darf aber zum Beispiel keine eigene Armee aufstellen und das palästinensische Territorium wird trotz dieses Kompromiss immer weiter von jüdischen Siedlungen zersplittert und verkleinert. Damit die PLO überhaupt irgendwelche Kompetenzen bekommen hat und damit sie vom israelischen Staat anerkannt wird, musste sie die Existenz des israelischen Staates anerkennen. Und das ist ein Schritt, den bis heute viele Teile der palästinensischen Befreiungsbewegung ablehnen.
Das heißt, im Jahr 1988 wurde dann ein palästinensischer Staat ausgerufen. Man muss aber sagen, dass das bis heute eher ein symbolischer Akt ist und dass bis auf einige wenige Staaten auf der Welt der palästinensische Staat auch von vielen Staaten gar nicht anerkannt wird. Deutschland zum Beispiel erkennt den palästinensischen Staat nicht als Staat an. Außerdem muss man halt sagen, naja, wenn man von einem echten Staat sprechen wollen würde, dann müsste die palästinensischen Behörden tatsächlich Kontrolle haben über das Territorium und das tun sie eigentlich eben nicht. Das sieht man auch an der Zersplitterung und dadurch, dass auch in diesem Territorium weiterhin ja Siedlungen angesiedelt werden vom zionistischen Staat. In den folgenden Jahren ist das wesentlich halt der Status geblieben. Der Ausbau von, wie ich gerade schon gesagt habe, völkerrechtlichen, illegalen Siedlungen im Westjordanland, der ist fortgesetzt worden. Ja, und das palästinensische Territorium ist immer weiter zersplittert worden. Insbesondere ja ab den 2000er Jahren hat Israel mit dem massiven Bau von hohen Mauern kreuz und quer durch das Westjordanland begonnen. Vorgeblich, um das vor ja völkerrechtlich illegalen Siedlungen zu schützen. Faktisch ist damit aber die Kommunikation und die Fortbewegung für PalästinenserInnen im Westjordanland enorm erschwert worden. Seitdem ja, hat sich die politische Landschaft in Palästina ja sehr gewandelt. Also zum Beispiel ist die ehemals führende Kraft des Widerstands, die Fatah, ja zunehmend zu einer Organisation geworden, die zwar formell im Westjordanland herrscht, aber die keinen ernsthaften Anspruch mehr ja an Widerstand gegen die Besatzung und Politik Israels hat, die das auch faktisch eigentlich nicht mehr wirklich macht. Für viele Palästinenserinnen gilt sie faktisch als Kollaborateur mit Israel und tatsächlich hat sie auch selber schon palästinensische Widerstandskämpferinnen festgesetzt. Die revolutionären Organisationen, die man aus den 70er Jahren kennt und die auch heute eine begrenzte Rolle spielen, wie die PFLP oder die DFLP, die haben stark an Einfluss eingebüßt. Heute haben die kaum noch die Stärke, ja, eigenständige Aktionen gegen den israelischen Staat durchzuführen, gegen die israelische Besatzung. Faktisch ordnen sie sich deshalb ganz oft der stärkeren Hamas unter und arbeiten zumindest militärisch mit der auch zusammen. Auch wenn sich die politischen Positionen eigentlich sehr stark unterscheiden. Die Hamas schließlich, das ist wohl der bekannteste Akteur, hat in dem letzten Jahrzehnt ganz deutlich an Einfluss gewonnen. Also die hat es lange Zeit sogar erfolgreich geschafft, sich als wichtigste Kraft des militanten palästinensischen Widerstands zu inszenieren und schafft das auch heute. Gleichzeitig ist die Hamas eben eine reaktionäre, eine bürgerliche Kraft, ein Ableger der fundamentalistischen Muslimbrüderschaft. 2007 hat sie sich militärisch ja gegen die Fatah durchgesetzt und seitdem herrscht die Hamas im Gazastreifen. Die Hamas selber, ja, die betont mittlerweile zwar, dass sie keinen Kampf mehr gegen JüdInnen, sondern vor allen Dingen einen Kampf gegen den Zionismus führt. Allerdings muss man, denke ich, ehrlicherweise sagen, dass der Antisemitismus in ihren Reihen sicherlich noch sehr stark verbreitet ist. Die Organisation fordert letztlich einen islamischen Staat auf dem ganzen Gebiet Palästinas, ja, in dem sicherlich dann muslimische Araberinnen die dominante Rolle spielen würden. Grundlage dieser Analyse muss man, glaube ich, dazu kommen, auf einen Frieden und eine Verständigung zwischen den verschiedenen Völkern und Ethnien in Palästina und in Israel zieht die Politik der Hamas nicht ab. Gleichzeitig muss natürlich berücksichtigt werden, dass diese Diskussion momentan ohnehin sehr, sehr theoretisch ist. Also Israel ist ein Atomwaffenstaat mit einer der modernsten Armeen der Welt, während die Hamas und andere palästinensische Widerstandsbewegungen ja ihren bewaffneten Widerstand in der Regel mit verhältnismäßig einfachen Waffen durchführen. Zum Beispiel ja, verletzen die im Gazastreifen verschossenen Raketen sehr selten Menschen auf israelischer Seite. Warum ist das so? Weil die letztlich blind über den Grenzzaun geschossen werden und nicht präzise zielen können. Eine existenzielle Bedrohung Israels durch irgendeinen Teil des palästinensischen Widerstands im militärischen Sinne ist also ziemlicher Unsinn und eher eine Propagandalüge vom israelischen Staat, um zu rechtfertigen, wie brutal man gerade gegen diese Angriffe vorgeht. Ja, das führt uns dazu, dass es ja ein Problem eines Großteils der palästinensischen Widerstandsbewegung ist und bleibt, dass sie einerseits einen legitimen Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserin führen wollen, ja, und für das Ende einer zionistischen Unterdrückung. Auf der anderen Seite ist halt nur sehr begrenzt schaffen, ihre Politik an die Entwicklung der letzten Jahre anzupassen. Also während es einerseits stimmt, dass Millionen Palästinenserinnen auf der Welt verstreut leben, deren Eltern und Großeltern von zionistischen Milizen und SiedlerInnen gewaltsam aus Palästina vertrieben wurden,
ist es halt letztlich ebenso klar, dass mittlerweile Generationen von Israelis auf dem israelischen Staatsgebiet geboren worden sind. Ein fortschrittliches, aber auch ein realistisches Programm für die Befreiung Palästinas muss also eine Antwort auf die Frage finden und auf das Problem finden, dass es mittlerweile einige hunderttausende jüdische Siedlerinnen eine israelische Nation gebildet haben, beziehungsweise ja die zu einer israelischen Nation gewachsen sind. Auch wenn die Entstehungsgeschichte dieser Nation gleichzeitig eine Geschichte der Vertreibung und des Unrechts ist, das halt den Palästinenserinnen widerfahren ist, ist es eben trotzdem erstmal so, dass die israelische Nation existiert und historisch entstanden ist. Das war jetzt so ein bisschen der historische Teil, um so ein bisschen Einordnung zu geben, wie Israel eigentlich entstanden ist. Wir haben uns auch entschieden, dass ja heute im Podcast noch eine andere Frage behandelt werden soll, die in Deutschland eine große Relevanz hat, und zwar die Frage des sogenannten Apartheidstaats. Ja, auch in der jetzt neuen israelischen Nation, die entstanden ist, herrschen Klassenverhältnisse. Also das ist keine Nation ohne Klassen oder so, sondern es ist erstmal eine normale Nation im Kapitalismus. Dort herrschen Klassenverhältnisse. Somit gibt es eine herrschende Klasse der Kapitalistinnen und es gibt auch eine Arbeiterinnenklasse, auch in Israel. Und ihre Interessen können wir jetzt erstmal nicht einander gleichsetzen. Wir wollen also jetzt dazu kommen, den israelischen Staat einzuordnen und, wie wir bereits angekündigt haben, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, die in Deutschland besonders heiß umstritten ist: Ist Israel ein Apartheidstaat? Während wir auf der einen Seite Zionistinnen und auch den deutschen Staat haben, die das relativ klar verneinen, gibt es sowohl palästinensische als auch antiimperialistische Kräfte, die das vermutlich mit Ja beantworten würden. Mittendrin findet man dann bürgerliche Kräfte, die ja sich zwar vor dem Wort der Apartheid zieren, die allerdings schon relativ klar die rechte Regierung unter Netanyahu kritisieren. Um diese Frage aber überhaupt beantworten zu können, kann man sich jetzt wieder nicht nur kleine Details rausgreifen, die einem irgendwie gerade passen, sondern man muss sich grundlegend mit der Frage auseinandersetzen, was macht denn eigentlich ein Apartheidsstaat aus? Was steht denn hinter diesem Wort? Der Begriff Apartheid, der wird ja ursprünglich verwendet oder wurde ursprünglich verwendet, um ein politisches System in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen, ja, das ideologisch auf die faschistische Rassenlehre zurückgegriffen hat und das in der Praxis ja auf eine Trennung verschiedener Ethnien und Nationen setzte. Dabei haben vor allen Dingen die europäischen Kolonialistinnen an der Spitze gestanden. Seitdem wird der Begriff jetzt nicht mehr nur in dem Kontext genutzt, sondern auch für andere Staaten, die auf die Trennung von verschiedenen Ethnien setzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Jetzt haben wir das, glaube ich, in so einem Kurzabriss ganz gut geklärt, was Apartheidstaat bedeutet, und wollen uns also der eigentlichen Frage widmen: Kann man das jetzt auf Israel anwenden? Wenn wir uns Israel anschauen, dann sehen wir, dass nahezu jede Person jüdischer Abstammung problemlos eine israelische Staatsbürgerschaft beanspruchen kann. Zeitgleich ist ja die Einwanderung nach Israel oder Palästina für PalästinenserInnen schwierig bis unmöglich. Nur etwa 1,6 Millionen der insgesamt 7 Millionen PalästinenserInnen, die unter israelischer Kontrolle leben, haben derzeit einen israelischen Pass. Und Palästinenserinnen, die im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 vertrieben worden sind, denen und ihren Nachkommen ist die Migration nach Israel selber, aber auch in die palästinensischen Gebiete in der Regel komplett untersagt. Wenn wir uns das angucken, dann greifen selbst Bürgerliche und Kapitalisten diese Zahlen auf. Zum Beispiel die UN beziffert die palästinensischen Flüchtlinge weltweit auf rund 5 Millionen. Das heißt, dass palästinensische Geflüchtete eine der größten geflüchteten Gruppen überhaupt darstellen. Auch innerhalb der von Israel kontrollierten palästinensischen Gebiete dürfen sich Palästinenserinnen nicht frei bewegen. Palästinenserinnen aus dem Westjordanland kommen nach Gaza, aber ja, dann entscheiden sie sich letztlich permanent dort zu leben, denn andersrum geht es eigentlich nicht. Also für Einwohnerinnen von Gaza ist das Westjordanland faktisch unerreichbar. Dass jemand im Westjordanland medizinisch versorgt werden muss, das reicht teilweise schon aus. Allerdings hat Israel im letzten Jahr zum Beispiel nur 64% der Anträge auf medizinische Versorgung im Westjordanland angenommen. Also die anderen 36% mussten trotzdem in Gaza bleiben, auch wenn sie dann nicht die medizinische Versorgung bekommen konnten, die sie gebraucht hätten. Das heißt also, dass es palästinensische Patientinnen gibt, die an heilbaren Krankheiten sterben, weil ihnen Israel nicht den Zugang zu palästinensischen Krankenhäusern ermöglicht, beziehungsweise den sogar aktiv verwehrt. Ja, was steht dahinter, dass man solche Maßnahmen ergreift? Dahinter steht offensichtlich eine Politik, die das Ziel hat, die Zahl der Palästinenserinnen auf dem ganzen Gebiet des historischen Palästinas möglichst gering zu halten. Am liebsten wäre es dem israelischen Staat wahrscheinlich, wenn die ganz verschwinden würden. Wo es aber nicht gelingt, die zu vertreiben, versucht der Staat, ihnen eben das Leben so schwer wie möglich zu machen und ja, stellt ihnen letztlich nur die Migration nach Gaza, also ins palästinensische Gebiet, mit der dichtesten Bevölkerung und den katastrophalsten Lebensbedingungen frei.
Dass es hier letztlich um eine weitere Verdrängung der Palästinenserinnen geht, das wird unter anderem auch daran deutlich, dass Israel teilweise aktiv sich dafür einsetzt, dass Palästinenserinnen ihr Heimatland verlassen können. Ja, das heißt, es bemüht sich darum, dass andere Länder Palästinenserinnen als Migrantinnen aufnehmen. Ja, die Bürgerrechte der palästinensischen Bürgerinnen, darauf wollen wir jetzt auch noch ein bisschen eingehen, sind selbst dann, wenn sie eine israelische Staatsbürgerschaft besitzen, eingeschränkt. Also es kommt immer wieder zu intransparenten Rechtsverfahren, in denen die israelische Regierung zum Beispiel das Land von PalästinenserInnen enteignet und ihre Häuser einfach abreißen lässt, ihnen zum Beispiel Wohngenehmigungen auch entzieht und ihnen auch das Bauen auf Grundstücken, die ihnen gehören, verbietet. Gleichzeitig fördert die Regierung ganz aktiv das Bauen und die Landnutzung durch jüdische Israelis in den besetzten Gebieten. Seit 2018 ist das sogar ein ganz offizielles Staatsziel und das, ja, obwohl die zionistischen Siedlungen im Westjordanland selbst nach internationalem Völkerrecht einfach illegal sind. Mittlerweile ist die israelische Siedlungspolitik dabei so weit fortgeschritten, dass eigentlich kaum noch ein zusammenhängendes Palästina existiert. Darüber habe ich ja eben schon geredet. Aber wenn man sich das faktisch vorstellen will, ja, 2021 lagen nur rund 18% des Westjordanlandes unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde und der Rest eben lag unter der Kontrolle Israels. Wenn man sich dann die Rechtslage anguckt, in den Gebieten, die vom israelischen Staat kontrolliert werden, dann sieht auch da die Lage unterschiedlich aus. Also wir haben eine unterschiedliche Rechtsprechung für Siedlerinnen, also jüdische Siedlerinnen und für PalästinenserInnen. Damit kommen wir jetzt ein bisschen zum Ende der Beschreibung der Situation. Ich will jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie das eigentlich auch andere Länder einschätzen. Also diese Frage stellt sich ja nicht nur in Deutschland, ob Israel ein Apartheid-Staat ist oder nicht. Sie stellt sich auch in anderen Ländern, wenn vielleicht auch nicht so verschärft. Interessanterweise ist diese Frage nämlich ja in anderen Ländern nicht halb so umstritten wie bei uns. Und selbst die bürgerliche Organisation Amnesty International hat 2022 einen 280 Seiten langen Bericht veröffentlicht, warum sie Israel offiziell als Apartheid-Staat bezeichnen. Nur der deutsche Ableger von Amnesty International stellt sich quer. Alle anderen Ableger unterstützen das. Schon 5 Jahre vorher, also 2017, hat die UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien Israel in einem Bericht angeklagt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auf Druck der USA und des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres wurde dieser Bericht dann nach wenigen Tagen wieder gelöscht. Ja, aber auch das hat es 2017 also schon gegeben. In der Vergangenheit gab es darüber hinaus sogar führende israelische PolitikerInnen, wie zum Beispiel den ehemaligen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, Ehud Olmert und Ehud Barak, die allesamt von einem Apartheidsregime gesprochen haben, das Israel über Palästina aufgebaut hat. Ja, und auch wenn es die deutsche Regierung gerne unter den Teppich kehren möchte, selbst Teile dieses Staates haben diese Tatsache bereits anerkannt. Also unter anderem zum Beispiel der rechte Sozialdemokrat und ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel. Der hat nämlich schon vor 10 Jahren gesagt, nämlich 2012, dass die Politik Israels im Westjordanland als Apartheidsregime bezeichnet werden kann, für das es, seine Worte, keinerlei Rechtfertigung gibt. Wir kommen jetzt nochmal ein bisschen zurück zum Gazastreifen. Ja, leider ist das so, dass wir immer wieder ein bisschen hin und her springen, aber ich verspreche euch, das Ganze formt sich am Ende und ich hoffe, man kann mir einigermaßen folgen. Wie angesprochen, ist die Situation in Gaza ganz besonders krass. Die hat sich massiv zugespitzt, weil Israel ab 2007 eine Blockade über den Gazastreifen verhängt hat und damit ja faktisch das Ausmaß der Waren-Ein- und Ausfuhr kontrolliert. Die ohnehin ja begrenzten Handelsmöglichkeiten sind noch mal sehr viel massiver begrenzt worden dadurch und etwa die Hälfte der Einwohnerinnen des Gazastreifens ist offiziell arbeitslos. Schon 2022 waren letztlich 1,3 Millionen Palästinenserinnen in Gaza auf Lebensmittelversorgung angewiesen durch UN-Institutionen, damit sie nicht verhungern. Es gibt nur ein einziges Elektrizitätswerk in Gaza. Das wurde übrigens in der Folge der aktuellen Angriffe durch Israel abgestellt. Und dieses Werk kann selbst im Normalfall weit weniger als die Hälfte des Elektrizitätsbedarfs decken. So, dass Stromausfälle eigentlich an der Tagesordnung sind und es an vielen Tagen eben auch fast ganztägige Stromausfälle gibt. Nach Angaben der UN sind außerdem 78% des Leitungswassers in Gaza verseucht und nicht für den Verbrauch durch Menschen geeignet. Auch der Zugang zum Meer für die Menschen in Gaza wird von Israel ganz streng begrenzt. Palästinensische Fischer zum Beispiel haben nur einen Zugang zu etwa 50% des Meerwassers. Das ist ihnen in den 90er Jahren zugesprochen worden.
Um Gaza zu verstehen, ist es auch wichtig, dass man sich die extreme Bevölkerungsdichte klar macht. Also der Gazastreifen hat eine Bevölkerungsdichte von etwa 5.300 Personen pro Quadratkilometer. Das ist das 23-fache von dem, wie es in Deutschland ist im Durchschnitt. Gaza-Stadt, also die größte Stadt im Gebiet, hatte schon 2014 eine Bevölkerungsdichte von 12.200 Menschen pro Quadratkilometer und ist damit dreimal so dicht besiedelt wie Berlin, wenn man sich das ein bisschen vorstellen will. Berlin ist natürlich die deutsche Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte und ja, nimmt man zum Beispiel Leipzig, dann ist die Bevölkerungsdichte in Berlin sechsmal so hoch. Das bedeutet, im Gazastreifen ist die Besiedlungsdichte dreimal so hoch wie in der dicht besiedelten Stadt Deutschlands, in der sie halt ja sechsmal so dicht, die schon sechsmal so dicht besiedelt ist wie irgendeine andere Großstadt in Deutschland. Das macht also deutlich, warum man von Gaza als Freiluftgefängnis spricht und warum das nicht einfach nur irgendwelche leeren Worte sind. Weil dort werden die Menschen ja regelrecht ausgehungert. Sie haben keine Elektrizität, sie haben wenig Wasser. Und sie werden auch noch extrem zusammengefercht und müssen auf sehr, sehr dichtem Raum leben. Eine Situation, die wir uns heute in Deutschland kaum vorstellen können. Wegen den zugespitzten Bedingungen ist es dann in den letzten Jahren übrigens auch immer wieder zu Protesten in Gaza gekommen, die unter anderem den vergleichsweise wohlhabenden Lebensstil der Hamas-Führer skandalisiert haben. Also auch in Gaza gibt es keine Einheit, ja, wo einfach alle Palästinenserinnen oder alle Bewohnerinnen in Gaza die Hamas super genial finden, sondern auch die haben dagegen protestiert. Fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Faktisch existieren im israelischen Herrschaftsgebiet zwei nach ethnischen Kriterien differenzierte Rechtssysteme. An dieser Stelle würde die Definition eines Apartheidsstaates also schon sehr gut passen. Sie reicht aber, wenn man das Ganze oder wenn wir das Ganze uns differenziert anschauen wollen, würde ich sagen, eher nicht ganz aus. Die palästinensische Frage, die bezieht sich ja nicht nur auf die Ungleichbehandlung und die Trennung von Menschen innerhalb des Gebiets, das Israel kontrolliert, sondern eigentlich steht die nationale Frage im Vordergrund, ja, die in einem engen Zusammenhang steht mit der Vertreibung und die letztlich damit, dass es weder ein zusammenhängendes Palästina mehr gibt, ja, noch einen palästinensischen Staat, wie der vom UN-Teilungsplan einmal vorgesehen worden ist. Betrachten wir also das Ergebnis, dann wurde das Recht auf nationale Selbstbestimmung der Palästinenserinnen komplett missachtet und sie wurden in einer großen Zahl von ihrem Land vertrieben und werden auch immer noch vertrieben, um letztlich daraus einen möglichst jüdischen Staat zu machen. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir die israelische Bevölkerung nicht mit dem israelischen Staat gleichsetzen können, ebenso wie wir Jüdinnen an sich nicht mit dem israelischen Staat gleichsetzen können. Und letztlich, wenn man das vergleichen will, dann setzen wir die israelische Bevölkerung genauso wenig mit dem Staat Israel gleich, wie wir zum Beispiel die Arbeiterinnenklasse Palästinas und die gesamte palästinensische Befreiungsbewegung mit der Hamas gleichsetzen würden. Sowohl in der israelischen Bevölkerung als auch in der palästinensischen Bevölkerung wird es aufgrund der jahrzehntelangen ideologischen Beeinflussung und auch der militärischen Auseinandersetzung tief verwurzelte Vorurteile und auch Rassismus gegenüber der jeweils anderen Nation geben. Das ist, denke ich, gar keine Frage. Dennoch bleibt hier meiner Meinung nach die grundsätzliche Herangehensweise und Analyse des Staates richtig. Und zwar, ein Staat ist erst einmal ein Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse vor Ort. Der zionistische Staat, der vertritt nicht die israelische Bevölkerung, sondern er vertritt das israelische Kapital. Die rassistische Ideologie wird dabei auch von Israel genutzt, um letztlich die eigene Herrschaft zu festigen und auch die Arbeiterinnen der verschiedenen Staaten, also vor allem die Palästinenserinnen und die Israelis, gegeneinander auszuspielen. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass die rechte Hardliner-Regierung, die wir ja in Israel haben, durchaus auch die Rechte ihrer eigenen Bevölkerung beschneidet und nicht nur die Rechte der Palästinenserin. Wenn wir mal ein Beispiel nennen wollen, dann können wir uns die Entwicklung dieses Jahres angucken und dann sehen wir ja, dass letztlich die israelische Regierung seit Beginn des Jahres daran gearbeitet hat, eine Veränderung des Justizsystems in Israel durchzusetzen. Und das ist ihnen im Juli ja dann auch gelungen, also trotz massiver Proteste in Israel selber. Und dadurch ist es dem Parlament und auch der Regierung ermöglicht worden, faktisch am Justizsystem vorbeizuregieren. Das höchste Gericht des Landes wurde also faktisch entmachtet. Darüber hinaus gilt Netanyahu selber ja in sehr großen Teilen der israelischen Gesellschaft als korrupt. In den allerletzten Jahren haben sich immer wieder konkrete Vorwürfe gegen ihn angehäuft. Er soll unter anderem versucht haben, eine Zeitung zu bestechen, eine andere Zeitung zu erpressen. Ja, und er soll auch Geschenke von reichen Geschäftsleuten angenommen haben. Das heißt, wir können hier sehen, der israelische Staat ist ein Unterdrückungswerkzeug, um die Palästinenserinnen zu unterdrücken, aber er unterdrückt eben nach wie vor auch die eigene Bevölkerung.
Nachdem wir uns jetzt mit der Geschichte Israels und Palästinas auseinandergesetzt haben, ja, und auch einen Blick auf die Frage der Apartheid geworfen haben zusammen, bleibt eigentlich noch eine wichtige Frage offen. Und zwar, wie positionieren wir uns als Revolutionäre, als sozialistisch gesinnte Menschen in Deutschland heute zur Palästina-Frage? Ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, schon mal sagen, dass es eine Besonderheit ist, dass wir uns diese Frage hier in Deutschland überhaupt so oft stellen müssen und dass sie auch so kontrovers diskutiert wird. Also auch wenn die Beziehungen der bürgerlichen Staaten zu Israel und auch zu Palästina sehr unterschiedlich sind, ist es unter Marxistinnen und unter Revolutionärinnen überall auf der Welt in der Regel überhaupt keine Frage, dass man sich auf die Seite der entrechteten PalästinenserInnen stellen sollte, die unter immer unwürdigeren Bedingungen eingepfercht werden und denen nach so vielen Jahrzehnten immer noch ein eigener Nationalstaat verweigert wird. Aber in Deutschland gibt es in dieser Frage oft sehr große Unterschiede, auch in der revolutionären, in der fortschrittlichen Bewegung. Und ja, viele fortschrittliche Menschen können zwar sehen oder sehen zwar, dass es ungerecht ist, was den Palästinenserinnen widerfährt, aber sie schrecken zum Beispiel davor zurück, den Staat Israel offen zu kritisieren. Ja, ein Grund dafür ist, dass dieser Staat erfolgreich ein Verhältnis und ein Verständnis etabliert hat, ja, demzufolge er der alleinige legitime Vertreter aller Jüdinnen auf der Welt ist. Und ja, gegenüber den Jüdinnen fühlen sich viele Deutsche verständlicherweise schuldig. Schließlich haben ja große Teile der Bevölkerung in Deutschland noch nicht einmal passiven Widerstand gegen das faschistische Regime der Nazis geleistet, das ja auch Millionen Jüdinnen ermordet hat. Ja, und mit diesen Gefühlen spielen auch deutsche Politikerinnen immer wieder, wenn sie zum Beispiel versuchen, die aktuelle Situation zu legitimieren. Ja, wenn sie sagen, dass der deutsche Staat bedingungslos an der Seite Israels steht und Israel jedes Recht hätte, ja, sich mit noch so brutalen Mitteln gegen den Terror zu verteidigen. Natürlich steht diese Argumentation gewissermaßen auf dem Kopf, denn grundsätzlich sind die Kämpfe zwischen den PalästinenserInnen und den Israelis äußerst ungleich. Also grundsätzlich werden die PalästinenserInnen von Israel unterdrückt und ihre Existenz bedroht und nicht andersrum. Das ist, denke ich, was heute klar geworden ist, wenn man sich die Geschichte anguckt und auch die aktuelle Situation. Und aus den schrecklichen Taten der Nazis abzuleiten, dass wir jetzt heute einfach tatenlos zusehen sollen, wie der israelische Staat die Palästinenserin in ein immer brutaleres Apartheidsregime zwingt, wie er sie systematisch vertreibt, wie er weiterhin die Enteignung palästinensischer Häuser und Grundstücke zugunsten von zionistischen Siedlern vorantreibt, das ist letztlich blanker Hohn für die Opfer des Holocaust und nichts anderes. Aus der besonderen historischen Verantwortung des deutschen Volks können wir, wenn überhaupt, folgern, dass wir umso entschlossener gegen jede Form von rassistischer Unterdrückung kämpfen müssen, und zwar überall auf der Welt. Deshalb müssen wir und stehen wir als Revolutionäre in Deutschland heute parteiisch auf der Seite von PalästinenserInnen als unterdrückte Nation. Ebenso wie wir beispielsweise parteiisch auf der Seite der Kurdinnen stehen, die ja ebenfalls nach wie vor als Nation unterdrückt werden und denen ein eigener Nationalstaat verweigert wird. Che Guevara hat dazu mal gesagt, seid vor allen Dingen fähig, jede Ungerechtigkeit gegen jeden Menschen an jedem Ort der Welt im Innersten zu fühlen. Das ist die schönste Eigenschaft eines Revolutionärs. Und dass ja Palästina seit Jahren eine himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebt, das ist jetzt wirklich nicht schwer zu erkennen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon erklärt, warum ich denke, dass man die israelischen Verbrechen gegenüber den Palästinenserinnen auf gar keinen Fall mit dem Holocaust rechtfertigen kann. Heißt das, dass der Kampf gegen Antisemitismus und der Kampf für die Befreiung Palästina für mich oder für uns jetzt zwei getrennte Dinge sind? Das ist ja eine Frage, die man durchaus stellen könnte. Ja, nur zum Teil. Gerade in Deutschland müssen wir in unserer Politik berücksichtigen, wie tief verwurzelt ja eine ganz bestimmte Art der Pseudo-Aufarbeitung des Faschismus in den Köpfen der Bevölkerung ist. Die eigentlichen gesellschaftlichen Wurzeln des Faschismus und sein politischer Charakter werden immer nur sehr verzerrt wiedergegeben. Der kommunistische Widerstand zum Beispiel gegen den Faschismus wird in der Regel komplett verschwiegen. Jedoch werden die Verbrechen von Auschwitz und auch die in anderen Konzentrationslagern passiert sind, in den letzten Jahren immer häufiger genutzt, um ja eine aggressive deutsche Außenpolitik ja unter progressivem Deckmantel, kann man sagen, zu rechtfertigen. Zum Beispiel hat Joschka Fischer von den Grünen, der damals Außenminister war, ja gesagt, dass er nicht nur nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz richtig fände und die erste aktive Teilnahme deutscher Soldatinnen an einem Kriegseinsatz im Ausland, nämlich in Jugoslawien, rechtfertigt. Er hat also ganz aktiv die Verbrechen des Holocaust genutzt, um einen Auslandseinsatz des deutschen Militärs zu rechtfertigen. Das kann man eigentlich nur noch als Absurdität bezeichnen. Ja, so ähnlich läuft ja dann auch die Legitimierung der israelischen Apartheidspolitik durch die deutsche Politik. Also bei großen Teilen der Bevölkerung gewinnen wir sicherlich keinen Blumentopf oder so, wenn wir ihnen jetzt Sachen wie ihr lasst die Palästinenserin für die Verbrechen eurer Großeltern büßen entgegenschreien. Auch wenn das im Kern eine richtige Kritik sein mag,
an einer sehr braven bürgerlichen Israel-Solidarität, wie sie in Deutschland verbreitet ist. Aber wir müssen eben schon sehen, dass die zionistische Propaganda in gewisser Weise an ehrliche Gefühle bei der Bevölkerung anknüpft und die verdreht. Also zum Beispiel an der mehr als berechtigten Abscheu gegenüber der industriellen Vernichtung von Jüdinnen durch den deutschen faschistischen Staat. Es ist klar, dass es ja es sehr berechtigt ist, ja Menschen das eben verabscheuen, dass sie deshalb sich vielleicht auch schlecht fühlen. Dementsprechend ist es wichtig, wenn wir in Deutschland zu diesem Thema Politik machen, immer wieder hervorzuholen und zu wiederholen, dass das Judentum und die zionistische Ideologie nicht identisch sind. Dass auch die israelische Bevölkerung nicht identisch ist mit dem israelischen Staat, auch wenn große Teile davon heute eine vielleicht rechte, chauvinistische Haltung gegenüber Palästinenserinnen einnehmen. Damit widersprechen wir natürlich auch dem Selbstverständnis des israelischen Staates, der sich ja als Schutzmacht aller jüdischen Menschen auf der Welt darstellt. Wir müssen aber vielmehr entlarven, dass die Identifizierung des Judentums mit der menschenverachtenden Politik Israels Antisemitismus fördert, statt den zu bekämpfen. Und gleichzeitig speist sich eben das Selbstverständnis Israels, das vom Feinden umgeben sei und ohne Israel ja auch die Ausrottung der Jüdinnen drohe, genau aus dem Antisemitismus. Von dieser Position aus würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen weitergehen und noch eine andere Frage aufmachen, weil ich glaube, dass es in diesem Konflikt einfach unglaublich viele Fragen zu beantworten gibt. Und zwar, ja, warum machen wir uns als Revolutionäre überhaupt für Palästina stark? Also sollten wir uns nicht lieber irgendwie auf einen Klassenkampf konzentrieren und nicht quasi auf eine nationale Befreiungsbewegung? Ja, natürlich geht es uns in der Palästina-Frage nicht in erster Linie um einen bürgerlichen Nationalstaat für Palästina. Das hat für uns als Sozialistinnen eigentlich keinen besonders großen Wert, sondern als Sozialistinnen wollen wir alle bürgerlichen Staaten langfristig gesehen abschaffen. Und um das zu erreichen, ja, müsste sich die Arbeiterinnenklasse verschiedener Länder vereinigen und gemeinsam kämpfen, auch in Israel und in Palästina. Solange aber die Palästinenserinnen derart entrechtet werden, ist das schlicht utopisch in dieser Region. Also man kann auch sagen, dass die nationale Frage Palästinas, solange die ungelöst bleibt, dem Klassenkampf letztlich vollkommen in den Hintergrund drängt und weiter drängen wird. Heute steht also in erster Linie das kolonialistische Apartheidsregime Israels, einem Frieden zwischen PalästinenserInnen und Israelis, aber auch perspektivisch ja ihrer Verbindung im Klassenkampf im Weg. Vor allen Dingen ist dieses Apartheidsregime auch der Grund, warum seit Jahrzehnten regelmäßig Hunderte bis Tausende ZivilistInnen ermordet werden. In der Regel sind das aber palästinensische Opfer der israelischen Armee oder israelischer Luftangriffe. Aber auch ja letztlich die massive Gewalt gegen israelische Zivilistinnen am 7. Oktober, die ja von der palästinensischen Widerstandsbewegung ausgegangen ist, ist letztlich auf eine langanhaltende Unterdrückung der PalästinenserInnen zurückzuführen, die eben diesen Zustand nicht mehr aushalten können und wollen. Soweit zu den Grundsätzen, aber diese Grundsätze reichen leider für die komplizierte Realität oft nicht aus. Und ein zusätzliches Problem entsteht dann, wenn wir sehen, dass heute die fundamentalistische und die reaktionäre Hamas objektiv die wichtigste Kraft des bewaffneten Widerstands gegen Israel ist. Fortschrittliche Kräfte wie die PFLP oder die DFLP hingegen sind mittlerweile relativ schwach und ja kaum dazu in der Lage, eigene Widerstandsaktionen zu organisieren, ja, die irgendwie eine größere Dimension haben. Die Hamas ist dabei eine ganz klar eine bürgerliche Kraft, die ja nicht nur einen islamischen Nationalstaat gründen will, sondern die schon heute nicht die Interessen der palästinensischen Arbeiterinnen in Gaza vertritt, sondern die viel mehr über diese Arbeiterinnen herrscht. Gleichzeitig schafft dies dabei immer wieder, sich an die Speerspitze des Widerstands zu stellen, beziehungsweise sich als Speerspitze des Widerstands gegen den Zionismus zu inszenieren. Das schafft sie mit relativ großem Erfolg. Und in dieser Hinsicht war die Kommandoaktion auf Israel am 7. Oktober ein großer Coup. Ja, auch, dass bei der Militäroperation am 7. Oktober derart viele israelische Zivilistinnen getötet wurden, können wir als Sozialistinnen jetzt nicht einfach als einen unglücklichen Kollateralschaden des legitimen Befreiungskampfs auswerten. Also da würden wir es uns wirklich sehr einfach machen. Zwar ist es vollkommen richtig, dass jeder einigermaßen neutral gesinnte Mensch, der bereits mehr als die Ereignisse des 7. Oktobers im Auge hat, beziehungsweise bereit ist, das zu sehen, ja sehr schnell erkennt, dass die grausamen Gewaltexzesse, die von den palästinensischen Kämpfern verübt wurden, verblassen im Vergleich zu den Grausamkeiten, die Palästinenserinnen insbesondere im Gazastreifen seit Jahrzehnten regelmäßiger Bombardierung quasi erleben. Für uns als Revolutionäre kann das aber nicht der moralische Standard sein. Wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, ja, der Gegner hat zivile Opfer gefordert, deshalb machen wir das jetzt auch oder deshalb finden wir das in Ordnung. Ja, für uns als Revolutionäre dürfen also nicht die vorhandenen moralischen Standards unserer Feinde eine Rechtfertigung oder ein Maßstab werden. Die Bourgeoisie hat ihre eigene Moral und wir haben unsere.
Und es ist klar, dass im Krieg auch Zivilistinnen zu Schaden kommen. Aber ein Massaker an einer so großen Menge von Zivilistinnen, wie es zum Teil am 7. Oktober gegeben hat, die stehen letztlich einem Bündnis zwischen israelischen und palästinensischen Arbeiterinnen und anderen Unterdrückten ja im Weg. Die legen dem einfach sehr große Steine in den Weg. Trotzdem müssen wir anerkennen, dass die Basis der Hamas nicht einfach aus fanatischen Antisemiten und aus Frauenhassern besteht, ja, die im Stile des Islamischen Staats allen Andersgläubigen am liebsten den Kopf abschlagen würden oder so. Ja, und die Kräfteverhältnisse der Widerstandsorganisation in Palästina heute so aussehen, dass ein großer Teil der PalästinenserInnen, die nicht mehr unter diesen Bedingungen leben wollen, ja, in der Hamas ihre erste und logischste Anlaufstelle finden. Ja, weil sie letztlich eigentlich als mit einzige Organisation überhaupt die Möglichkeit haben, Widerstandsaktionen gegen Israel in diesem Maße zu organisieren und durchzuführen. Viele andere Organisationen, die aktiv sind, haben eben nicht diese Größe, haben gar nicht diese militärischen Möglichkeiten. Sicherlich sind dabei die militärischen Mittel selbst der Hamas genauso wie im ganzen palästinensischen Widerstand begrenzt. Also wenn sie die Stärke hätten, würden auch diese Organisation vor allen Dingen militärische Ziele ins Visier nehmen. Und die Kampfbedingungen ja sind eben derart ungleich. Die Mittel der Palästinenserinnen sind so begrenzt und die Grenze zwischen bewaffneten Widerstandskämpferinnen und Zivilisten verschwimmt in Palästina ohnehin ständig so stark, ja, dass klar ist, dass in jeder größeren Gewalteskalation vor allen Dingen auch Zivilisten ins Fadenkreuz geraten werden. Nachdem wir uns jetzt diese Frage der zivilen Opfer angeguckt haben und ja zum einen uns damit beschäftigt haben, wie es dazu kommt und zum anderen eben eine Haltung dazu entwickelt haben, dass wir als Sozialistinnen vor allen Dingen versuchen, die Arbeiterinnenklasse unterschiedlicher Länder auch zusammenzuführen und das dem irgendwie im Weg steht, ja, nachdem wollen wir uns noch mit einer anderen Frage beschäftigen. Wie könnte eine realistische Lösung dieses Konflikts aussehen? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die bürgerliche Diplomatie ist letztlich seit dem UN-Teilungsplan von der Vorstellung geprägt, dass es einen arabischen und einen jüdischen Staat nebeneinander auf dem Territorium des historischen Palästinas geben müsste, um letztlich den Konflikt beizulegen. Ja, diese angebliche Lösung, die scheint trotz der Friedensverhandlungen von Oslo in den 90er Jahren heute so weit weg wie nie zuvor. Die aktuelle israelische Regierung hat diese Option auch letztlich ganz offen beerdigt und sie macht immer offener deutlich, dass sie das Ziel hat, das gesamte historische Palästina zu einem Gebiet eines rein jüdischen Staates zu machen, beziehungsweise ja letztlich zum Israel zu machen. Die Zwei-Staaten-Lösung wiederum, die würde ja mindestens voraussetzen, dass die über 450.000 illegalen Siedlerinnen das Westjordanland verlassen, genauso wie das ganze israelische Militär. Und darüber hinaus würde die Frage entstehen, ja, ob nicht der UN-Teilungsplan von 1947 eigentlich zur Anwendung kommen müsste. Das wiederum würde bedeuten, dass der israelische Staat beträchtliche Territorien abgeben muss, ja, an einen dann zu bildenden palästinensischen Staat. Ebenso wenig wäre letztlich dann die Frage des Rückkehrrechts für PalästinenserInnen gelöst, deren Familien im Rahmen der Nakba vertrieben worden sind. Ja, in den Dörfern und Häusern, aus denen die vertrieben wurden, leben nämlich jetzt ja seit Generationen Israelis. Das wäre natürlich eine Frage, wenn man die Zwei-Staaten-Lösung probieren wollen würde. Das wäre alles in einem relativ direkten Gegensatz zu dem, nicht nur was die Netanyahu-Regierung in den letzten Jahren gemacht hat, sondern auch zu den zentralen Säulen der Palästina-Politik aller israelischen Regierungen seit der israelischen Staatsgründung. Und ja, es ist kaum vorstellbar, dass Israel in seiner heutigen Form eine solche Regelung jemals akzeptieren könnte. Ja, allein schon deshalb, weil sie eben massives Staatsgebiet abtreten müssten. Im Vergleich dazu ist die ja ein Staatenlösung, also ein einheitlicher Staat, der nicht eine Nation oder eine Sprache gegenüber der anderen bevorzugt, ja fast realistischer. Die Voraussetzung dafür wäre aber ebenfalls, dass sich die politischen Kräfteverhältnisse in der Region und vor allen Dingen ja in den Bevölkerungsmassen vollkommen auf den Kopf stellen. Ein solcher Staat könnte realistisch betrachtet ja nur aus einer vereinigten Revolution der israelischen und der palästinensischen Arbeiterinnen und Unterdrückten entstehen, die letztlich das israelische Apartheidsregime zertrümmern. Ja, aber nur um das klarzustellen, selbst in dieser Lösung, ja, würden natürlich schwerwiegende Probleme zu lösen sein. Also zum Beispiel wäre wohl klar, dass trotzdem die illegalen Siedlungen im Westjordanland teilweise verschwinden müssten, um überhaupt so eine Entwicklung denkbar zu machen. Ja, aber bestimmte Fragen, wie zum Beispiel, wie eine ethnisch homogene Bevölkerung in beiden Staaten herzustellen ist, würde sich eben so nicht stellen, wie sie es letztlich sich stellt, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung vorschlägt. Ja, in diesem Sinne ist es übrigens vollkommen richtig, wenn die Existenz des israelischen Staates in seiner heutigen Form in Frage gestellt wird. Also das ist ja auch immer wieder eine Frage, der wir uns in Deutschland sehr viel widmen müssen. Neben der Frage des Apartheidsregimes spricht man Israel damit das Existenzrecht ab. Ja, und auf den deutschen Straßen wird man dafür ja neuerdings sehr krass verurteilt und es wird auch sogar strafrechtlich verfolgt. Fakt ist aber, dass Israel in seinen Grundfesten ja auf Rassismus und auf Vertreibung basiert und ja, dass es letztlich somit halt richtig ist, die Existenz dieses israelischen Staates in Frage zu stellen.
Das heißt selbstverständlich nicht, dass wir die Existenz eines israelischen Volkes bestreiten oder das in Frage stellen. Wir sagen nur, ja, ähnlich wie eben bei allen anderen kapitalistischen Staaten auch, darf man das durchaus in Frage stellen, weil es letztlich ja Unterdrückerstaaten sind. Ja, das israelische Volk, die Existenz der israelischen Nation, die muss man erstmal halt anerkennen. Und ja, auch wenn ihre Entstehungsgeschichte geprägt ist, ja von der Demütigung und von der Unterdrückung der palästinensischen Nation, ja, müssen wir erstmal ihre Existenz anerkennen und machen wir vor allen Dingen nicht die israelische Arbeiterinnenklasse für diese Entstehungsgeschichte verantwortlich. Letztlich hat also auch das israelische Volk ein Selbstbestimmungsrecht und momentan wird dieses Selbstbestimmungsrecht vor allen Dingen vom Staat Israel missbraucht, um letztlich das Selbstbestimmungsrecht einer anderen Nation, also der PalästinenserInnen, zu negieren. Was sollen wir also tun? Das ist, glaube ich, die Frage, die immer noch etwas ungeklärt im Raum steht. Zum Beispiel irgendwie, sollen wir jetzt den palästinensischen Befreiungskampf nur dann unsere Solidarität erklären, wenn der sich eine Führung schafft, die uns auch passt, also wenn es auch eine revolutionäre und eine sozialistische Führung gibt. Ich würde sagen, das wäre heuchlerisch, wenn wir das so machen würden. Wenn das unsere Solidarität wäre, dann könnten wir auf die Jahre gesehen konkret eben überhaupt nicht solidarisch mit der palästinensischen Sache sein, denn dort gibt es seit Jahren keine revolutionäre Führung. Die Realität bietet uns gerade in der Palästina-Frage ja weder eine einfache noch irgendeine bequeme Antwort. Und natürlich wäre es schön, wenn es in Palästina eine starke, eine sozialistische Kraft gibt, die nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen den Antisemitismus einen konsequenten Kampf führt. Eine Kraft, die den Klassenwiderspruch in der israelischen Nation sieht und die deshalb die israelischen Arbeiterinnen als Bündnispartner sieht, statt sie letztlich unterschiedslos alle als zionistische Besatzerinnen zu bezeichnen. Ja, und letztlich über diese Bewertung oder von dieser Bewertung aus sie zu potenziellen militärischen Zielen zu erklären. Das wäre jetzt nicht nur für uns als Revolutionärinnen in Deutschland schön und bequem, weil dann könnten wir letztlich es ähnlich wie im kurdischen Befreiungskampf machen und uns vor allen Dingen auf eine fortschrittliche Kraft beziehen und auf diese verweisen, sondern es würde auch letztlich den palästinensischen Befreiungskampf in eine viel, viel bessere Situation bringen, wenn es eine solche sozialistische, kommunistische, fortschrittliche Führung gäbe, die eben für die Vereinigung der Völker tatsächlich kämpft. Denn eine echte Befreiung kann ja unserer Analyse nach von den reaktionären Kräften wie der Hamas oder dem islamischen Dschihad auf jeden Fall nicht ausgehen. Es mag sein, dass diese Kräfte der legitimen Wut vieler Palästinenserinnen auf den zionistischen Staat ein Ventil verleihen und auch, dass von Zeit zu Zeit Kugeln oder Raketen auf seine Soldaten abgefeuert werden. Ja, aber jeder vermeintlich freie palästinensische Nationalstaat ist, solange Israel in dieser Form existiert, nur möglich, wenn sich andere bürgerliche Staaten als Schutzherren vor ihnen stellen, ein bürgerlich-nationalistisches Palästina, das wäre von Anfang an nur in Abhängigkeit von anderen Staaten in der Region denkbar, die letztlich dann ein Gegengewicht bilden müssen gegen einen hochgerüsteten israelischen Militärstaat auch. Aber ebenso eine sozialistische Kraft, wie wir sie heute brauchen würden, wie wir sie anstelle der Hamas oder des islamischen Dschihad brauchen würden, gibt es eben heute nicht. Und mit dieser Tatsache müssen wir als Revolutionärinnen einen Umgang finden. Unsere Solidarität muss also dem unterdrückten palästinensischen Volk gelten, aber nicht den reaktionären Parteien, die sich an die Spitze stellen wollen. Ja, Hoffnung gibt in dieser Hinsicht schon auch für uns, weil in den letzten Monaten sich ja zunehmend neue Formen von Widerstandsorganisationen gebildet haben. So hat sich zum Beispiel im Westjordanland eine Organisation gegründet mit dem Namen Lion's Den, also Höhle des Löwen. Die besteht vor allen Dingen aus jungen PalästinenserInnen, die aber eben nicht ja in einer der großen traditionellen Organisationen sind, genau, und das auch nicht sein wollen, sondern die selbstständig und über verschiedene politische Lager hinweg gemeinsam militanten Widerstand organisieren. Die politische Landschaft in Palästina, das soll damit quasi gesagt sein, ist also nicht in Stein gemeißelt und es muss nicht so bleiben, dass immer die reaktionäre Führung der Hamas bleibt, wie sie gerade ist. Am Ende ja bleibt die Vereinigung aller Unterdrückten in dieser Region, die Versöhnung und schließlich auch das Bündnis der Völker ja nicht nur die wünschenswerteste Lösung für uns als Revolutionäre, sondern es bleibt auch die realistischste Lösung, der realistischste Weg zu einer echten Befreiung in Palästina. Und auch wenn die fortschrittlichen Kräfte in Israel und Palästina geschwächt sind und es gerade ja in den fortschrittlichen Organisationen Israel oft an der notwendigen Klarheit über den Charakter eines eigenen Staates fehlt, gibt es eben Ansatzpunkte für eine revolutionäre, für eine sozialistische Lösung der Palästina Frage, ja, mögen diese Ansatzpunkte eben heute auch noch schwach sein oder schwach erscheinen. Genau, mit diesen Worten würde ich, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch den Podcast anzuhören. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, ein paar Grundlagen zu legen, ein bisschen eine grundsätzliche Position zu Israel-Palästina zu arbeiten, genau, die euch vielleicht auch in der aktuellen Lage hilft, euch ein bisschen zu orientieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.